Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer, an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. 7 Tipps, 7 simple Strategien, wie du Gratisbesucher auf deiner Webseite bekommst oder auch irgendwo anders hin, weil Gratisbesucher heißt mehr Gewinn. Und das geht für Digistore24 oder. Es funktioniert immer. Und was ist der Unterschied? Gratisbesucher, bezahlte Besucher. Du musst Werbekampagnen aufsetzen, testen, Werbekonto bei Facebook ist gesperrt, du gibst vielleicht 200 Euro aus, hast keinen Verkauf und. Und bei Gratisbesucher hast du es gar nicht, da hast du nur Arbeitsaufwand. Und ein bisschen Schmalz da oben musst du mal anschmeißen, damit du die Strategien verfeinerst und testest, was gerade funktioniert. Okay. Das Ding hat 6600 Aufrufe. Hier hat jemand gepostet, hey, die meisten Foren, wie zum Beispiel gutefrage.net, es ist verboten, die eigene Webseite zu posten. Okay, hast du nichts von Arnold Schwarzenegger gelernt? Was sagt er in seinem Buch? Was sagt er in Vorträgen? Breche die Regeln. Muss ich dazu noch mehr sagen? Es ist verboten. Oh, was kommt denn dann, wenn du deine Webseite auf gutefrage.net postest? Oh, dann kommt die Internetpolizei und verhaftet dich, weil du deine Webseite gepostet hast. Natürlich musst du das ein bisschen smart machen. Okay, schauen wir uns das Video an. Lass mich raten, du hast eine Website und deine Website, die hat noch nicht so viele Besucher, wie du gerne hättest. Denn ich habe 1, 2, 3 so viele Webseiten. Sonst hättest du ja nicht auf dieses Video draufgeklickt. Und damit deine Website nach diesem Video mehr Besucher hat, beziehungsweise du weißt, wie du mehr Besucher auf deine Website bekommst, zeige ich dir jetzt in diesem Video 7 Wege, wie du kostenlosen Traffic, also kostenlosen Besucher, auf deine Website ganz einfach bekommen kannst. Sind spannende Wege dabei, vor allem die letzten zwei, die haben sie. Okay, die letzten zwei. Hey, wir müssen dranbleiben bis zum Schluss. Abonnier meinen Kanal. Richtig in sich. Wenn du da Bock drauf hast und du hast bestimmt Bock drauf, dann sehen wir beide uns direkt nach dem Intro. Los geht's. Ah, Intro. Herzlich willkommen zu diesem Video. Okay, das war kurz. Freue mich, dass wir beide uns auch direkt nach dem Intro sehen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Frederik Vogt, ich bin Internetunternehmer, Buchautor und habe natürlich schon die ein oder andere Website mit vielen Besuchern erstellt. Und jetzt zeige ich dir gleich die 7 tollen Wege, mit denen du ganz einfach kostenlos Besucher für deine Website bekommen kannst, wie schon gesagt. Ganz kurz noch davor, wenn du es cool findest, dass ich jetzt hier gleich diese 7 Wege zeige, gib dem Video mal einen kräftigen Daumen. Okay, komm, ich finde das cool. Ich habe mir ja schon die 1, 2 angeguckt. Daumen hoch. Hey, ich bin der 200. Cool, oder? Ach, oben, wenn du dich schon freust. Und klick auf den Abonnieren-Button, auf den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos, wenn du bessere Websites, viele Besucher, mehr WordPress-Erfolg haben willst. Wir fangen an mit Punkt Nummer 1. Und zwar Facebook-Gruppen. Oh nein, Facebook-Gruppen. Ah, es ist so genial. 95% der Leute da draußen verstehen nicht, wie es funktioniert. Und es funktioniert geil. Ich sammle unendlich viele E-Mail-Adressen ein über Facebook. Kein Scherz. Da gibt es eigentlich 2 sehr, sehr coole Methoden. Gratis E-Mail-Adressen über Facebook-Gruppen. Bam. Soll ich dazu mal einen Kurs machen, wie das geht? Das sind Geheimnisse. Methode Nummer 1 ist, dass du deine eigene Facebook-Gruppe erstellst zu dem Thema und dass es eben auch auf deine Website geht. Und dann kannst du Leute einladen in diese Gruppe und den Leuten in der Gruppe einfach Mehrwert bieten. Und dann kannst du natürlich auch mal einen Blogartikel von dir posten, den eben die Leute in der Gruppe interessieren könnte. Und dann wird der ein oder andere eben aus deiner Facebook-Gruppe auf deine Website gehen und dort sich deinen Artikel durchlesen und du hast mehr Besucher. Methode Nummer 2 ist, dass du zum Beispiel in Themen... Deine eigene Gruppe. Viele Leute unterschätzen das, gerade wenn du ein Netzwerk hast aus Gruppen und Seiten, die alle ein Thema haben. Hund. Hund, Katze, Tier oder so. Eine Hundegruppe, eine Katzengruppe, Hunde-Gassi-Gruppe, Hundeerziehung, Schäferhund... Bulldogge-Gruppe und. Und dann sagst du, hey, komm doch auch in die Gruppe rein. Hey, like doch auch die Seite. Hey, hier ist ein Affiliate-Link zum geilen T-Shirt mit einem Hundespruch. Hier ist eine Leine oder so. Genial.
Ganze andere Gruppen gehst. Das heißt, deine Website dreht sich um Abnehmen zum Beispiel, ganz blödes Beispiel, und dann trittst du in Facebook, suchst einfach nach Abnehmen, Facebook-Gruppen und trittst diesen Gruppen bei, sodass du nachher in den Gruppen erstmal Mehrwert liefern kannst. Das ist immer das Wichtigste, weil sonst fliegst du im Normalfall auch schnell wieder raus aus den Gruppen. Also was weiß ich, irgendjemand fragt sich, hey, hat irgendwie jemand Tipps zum Abnehmen? Und dann kannst du sagen, ja, hey, hier zum Beispiel in dem Blogartikel auf meiner Website habe ich 7 Tipps aufgelistet, wie du schnell abnehmen kannst. Und dann hast du schon mal Leute, die auf deinen Link klicken und aus dieser Gruppe auf deine Website gelangen. Ja, auf jeden Fall. Das wäre zum Beispiel eine andere Methode. Du kannst natürlich auch einen Post reinpacken in diese Gruppe, wo du einfach mal um Feedback für deine Website fragst und so weiter. Wenn du unseren Kurs liest. Hast du deine Facebook-Gruppe, die telerelevant ist für die Seite, für deine Webseite, hast du die auch verlinkt auf deiner Webseite? So wie manche ja Instagram-Account, YouTube-Account verlinken, die Gruppe verlinkt. Warum? Weil du bekommst vielleicht gratis Besucher von einer anderen Traffic-Quelle und die kannst du dann in die Gruppe reinbekommen. Na, warum nicht auch ab und zu mal im PS, wenn du eine E-Mail rausschickst, hey, hier neuer Kurs, Hundeerziehung und so PS, hey, bist du denn schon in unserer Facebook-Gruppe? Der Link. Cross-Promotion. Bam, 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 bam. Das ist alles eins. Okay. Wie viel Formel hast du in unserem SEO-Kurs? Dann werden dir dann auch voll laut. Strategien vor allem auch ganz, ganz ausführlich erklärt mit Vorlagen und so weiter. So, Traffic-Quelle Nummer 2. Blog. Ja, also natürlich, du kannst auf deiner Website, eventuell wird es der eine oder andere natürlich auch schon haben, einen eigenen Blog einrichten. Gerade. Du musst einen eigenen Blog haben. Du musst es haben auf Dauer, wenn du gratis Traffic generieren willst oder auch Geld verdienen, ohne irgendwie eine Landingpage Traffic teuer einzukaufen. Warum? Auf den Blog kannst du dann was Fragen beantworten oder wie Fragen. Ja. Wie kann ich Traffic generieren? Ja. Wie kann ich mein eigenes T-Shirt-Business aufbauen? Keine Ahnung. Zu allen Problemen gibt es diese wie, was Fragen oder so. Genial. Weil, was machst du meistens? Du gehst meistens bei Google in eine Suche rein und dann, wie kann ich das und das machen? Oder so. Ja, wie teuer ist eine Weltreise? Ja, also die Leute suchen nicht Weltreise oft, sondern wie teuer ist eine Weltreise? Und dann machst du dazu einen Blogartikel mit dem Titel, wie teuer ist eine Weltreise oder so. Für deinen Reiseblog jetzt. Ne? Ja, wie kriege ich meinen Hund Stuben rein? Ja, die meisten geben ja nicht Stuben rein ein, sondern wie kriege ich meinen Hund Stuben rein? Schon hast du wieder eine Idee für einen Blogartikel. Und deshalb Blogs. Ganz einfach. Und dort kannst du dann zu Suchanfragen, die die Nutzer zu deinem Thema haben, und dass es auf deiner Website geht, eben Blogartikel schreiben, die den Nutzern Mehrwert liefern, weiterhelfen und diese Artikel dann Suchmaschinen optimieren. Zum Thema Suchmaschinenoptimierung gibt es auch auf diesem Kanal ein weiteres Video. Das habe ich dir zum Beispiel einmal rechts oben im Eck verlinkt oder bestimmt vielleicht auch in der Videobeschreibung, wenn ich nicht vergesse. Hey, nochmal was ganz Tolles. Fällt mir gerade ein. Kennst du schon die Kanalmitgliedschaft bei mir? Hey, wir sind jetzt hier auf meinem Kanal und wenn du hier Mitglied werden klickst, bam, kannst du für 4,99 Mitglied in meinem YouTube-Kanal werden und du bekommst nicht nur diese tollen Logos und exklusive Emojis für den Live-Chat. Nein, du bekommst exklusive Videos nur für Mitglieder. Mit Hacks, Tipps von mir. Die kann kein anderer sehen, nur Mitglieder. Oder auch hinter den Kulissen. Zum Beispiel, wie jetzt hier mein Büro aussieht, welche Tools ich benutze und, und. Manchmal sind das 4-Minuten-Videos, ohne Werbung natürlich. Und neue Strategien, die ich gerade teste, du erfährst die als erstes. Wie geil ist das denn? Oder du wirst Experte, da bekommst du die exklusiven Videos, wie bei den Umsetzer, bei der Umsetzermitgliedschaft, und du bekommst jeden Monat exklusiven Livestream ein. Dort schickst du mir zum Beispiel eine Webseite von dir auf Instagram und ich werde dann immer von 1-2 Nutzern die Webseite angucken, im Livestream unter Tipps geben. Und jeden Monat einen exklusiven Workshop. Sehr, sehr geil. Das Geile ist auch, du wirst Mitglied und kannst die alten Sachen oder die älteren Sachen vom letzten Monat und so auch alle konsumieren.
Du willst VIP werden, 99 Euro im Monat. Da gibt es alle Vorteile der Gruppe davor, Expert und Umsetzer. Aber du bekommst noch ein WhatsApp-Coaching für den Monat. Kannst mir Fragen stellen per WhatsApp, ich antworte. Ist das geil? Gerade diese Umsetzer und Expert, habe ich schon ordentlich verkauft. Überleg einfach mal, ob du auch exklusive Videos haben willst als erster von neuen Taktiken, die ich gerade auch teste, wo ich das Ergebnis noch nicht weiß, aber na, wo du dann halt siehst, hey, wo bin ich denn jetzt gerade dran, was teste ich gerade, was ist hinter den Kulissen los, Tipps, Angebote, Coupons für Rabattaktionen und bekommst du alles bei allen drei Mitgliedschaften. Cool, oder? Schauen wir einfach mal weiter. Und das ist zumindest die eine Methode, ne, mit dem du einen eigenen Blog erstellst. Du kannst natürlich aber auch bei anderen Blogs aktiv sein. Du kannst unter anderen Blogartikeln kommentieren. Ja? Hilfreiche Kommentare schreiben. Bitte, wenn du unter anderem. Hilfreiche Kommentare auf jeden Fall. Was auch ist, die Blogartikel sollten relativ neu sein. Oft ist es so, dass diese Blogs dann nach 90 Tagen die Kommentarfunktion sperren. Weil die sagen, wenn etwas 90 Tage alt ist, dann ist es alt und so. Der Spam-Charakter darf da gar nicht vorkommen. Und es ist natürlich toll, wenn du dann halt öfters mal etwas Tolles postest, Konstruktives zum Blogbeitrag, eine Frage oder so. Aber ich weiß, dass viele Webseitenbesitzer geizig sind mit den Backlinks. Es ist einfach ein Geiz da, so Backlinks freizuschalten oder Links freizuschalten. Wenn du einen Blogartikel kommentierst, dann schreib hilfreiche Kommentare, in die du natürlich auch Links einfügen kannst, wenn der Link eben passt. Ja? Wenn der Link wirklich zu dem Kommentar von dir passt, zu dem Blogartikel passt, wo du kommentierst, dann darf man das auch mal machen. Dann hast du außerdem noch gleich einen Backlink gesetzt. Und das ist dann natürlich auch eine coole Methode, um Traffic zu bekommen. Das funktioniert natürlich nur gut, wenn dein Kommentar dementsprechend spannend gestaltet ist. Und aber es ist auch ein Backlink für SEO. Je nachdem, wie der freigeschaltet wird. Aber ja, es ist echt interessant. Eben auch Mehrwert liefert. Und du siehst, ich bin hier so voreilig und ja, wir machen schon weiter mit dem dritten Punkt. Foren. Wer kennt es nicht? Foren. Gute Frage zum Beispiel. Du kannst natürlich auch in Foren Leuten weiterhelfen. Und deine Website posten oder ähnliches. Am besten funktioniert es meiner Erfahrung nach, wenn du einfach zu den Foren beitrittst, die eben auch zu deinem Website-Thema passen. Wir bleiben beim Beispiel Abnehmen. Wenn du eine Website rund um das Thema Abnehmen hast, da gibt es bestimmt auch das ein oder andere Abnehmen-Forum oder Fitness. Wenn du wirklich eine Nische dominieren willst und du hast einen Pinterest-Account zu diesem Thema, ein, zwei Facebook-Gruppen, Instagram, YouTube, mach dein eigenes Forum. Jeder, der sich anmeldet, du hast die E-Mail-Adresse, du hast auf einmal vielleicht 1000 Mitglieder im Forum, hast du 1000 E-Mail-Adressen. Du kannst Werbebanner schalten, du kannst Backlinks verkaufen und. Du baust dein Netzwerk auf im Forum. Überleg dir das einfach, ob ein eigenes Forum nicht genial ist. Ich bin da gerade wieder dran. Ohne Scheiß. 2020. Forum. Das Forum, in das du reinposten kannst. Ja, da gibt es ja meistens auch die Funktion, dass du die am häufigsten angeschauten Artikel, ja, der Reihe nach auflisten kannst in dem Forum und dann einfach bei den meistgeklickten Artikeln mal reinschauen kannst, da eventuell einen Kommentar schreiben kannst, den Leuten weiterhelfen kannst in den Foren, wenn sie Fragen haben. Und häufig ist es so, dass es die Funktion gibt, dass du in deiner Signatur, wenn du einen Kommentar schreibst, deine Website verlinken kannst oder du kannst natürlich auch mal in deinem Kommentar einen Link zu deiner Website reinpacken. Hier ist es wichtig, dass du nicht direkt immer auf deine Website verlinkst, weil das merken die meisten Foren. Also der Ton kommt immer von dem jungen Mann hier. Jedes Mal, wenn er umgeschnitten hat, hat er einen anderen Ton. Ist ja komisch. Administratoren und dann bist du 0, nichts wieder raus aus dem Forum. So, weiter geht's mit der nächsten Methode. Was könnte das wohl sein? Und, oh, Inspekt hier, ja. E-Mail-Marketing, ja, das ist mal ein bisschen was, ja, wie soll ich sagen? Okay, es ist nicht gratis, weil du natürlich viel Geld ausgegeben hast für die E-Mail-Adressen, weder Zeit oder Geld. Ja? Aber ich benutze das ja auch. Ne? Es ist, du bekommst ruckzuck Traffic auf eine neue Seite oder so, wenn du eine gute E-Mail-Liste hast.
Aber dann sind wir wieder beim eigenen Forum oder bei den Facebook-Gruppen, wo du E-Mail-Adressen aufbaust. Ja, sehr, sehr geil. Nicht so gewöhnlich, ne? Das hat man vielleicht schon mal gehört, Foren, Blog und so weiter. Klar, E-Mail-Marketing hat man auch schon mal gehört, aber die Sache ist die... E-Mail-Marketing, was ist das nochmal? Habe ich da schon mal was schon gehört? Du kannst natürlich auch E-Mail-Adressen einsammeln, zum Beispiel indem du ein kostenloses Geschenk raushaust. Das machen wir ja auch. Ich habe zum Beispiel auch in der Videobeschreibung ein Geschenk dir verlinkt, einen kostenlosen Kurs. Kommt drauf an, manchmal kann auch sein, dass sich das Geschenk immer wieder ändert. Genau, und dann kannst du die Leute kannst du die E-Mails einsammeln und den Menschen in deiner E-Mail-Liste dann eben auch mal ab und zu, wenn du einen neuen Blogartikel zum Beispiel veröffentlichst, sagen, hey, dieser Blogartikel, der könnte vielleicht helfen. Ja, das mache ich ja auch. Aber natürlich nur, wenn ich weiß, hey, die Leute, die sich in meine E-Mail-Liste eingetragen haben, die könnten auch Interesse an dem Artikel haben und der hilft denen wirklich weiter, weil es immer ganz wichtig, mir persönlich ist es auch so wichtig, einfach euch auch wirklich Mehrwert zu liefern. Und das bitte auch bei jedem Punkt immer beachten. Nicht einfach rumspammen da, Hauptsache, ich kriege mal irgendwie Besucher auf meine Seite, sondern schauen, passt das, interessiert das die Leute. Ja? Und ja, E-Mail-Marketing, das wäre zum Beispiel auch eine Methode. Nächste Methode, ja, Instagram. Du kannst natürlich auf Instagram auch eine Followerschaft aufbauen. Du kannst, es geht mal... Also ich habe schlechtere Erfahrungen mit Traffic von Instagram wie viele andere. Zum Beispiel die Swipe-Up-Funktion, wenn ich da einen Link einbaue oder zum Beispiel sage, hey, komm, mach eine Story und ja, sag, hey, komm, ich habe ein neues YouTube-Video, swipe up und schau das an. Die Reichweite ist irgendwie total eingeschränkt. Aber ganz normal, warum will auch Facebook bzw. Instagram Leute zur Konkurrenz schicken? Wenn ich keinen Link reinmache zu YouTube, ist die Reichweite wieder normaler. Interessant, sehr, sehr interessant. Meiner Meinung nach auch bei Instagram recht, recht easy. Klar, du kannst natürlich auch so ein bisschen rumtricksen. Ich sage jetzt mal so, machen die meisten, dass du einfach vielen Leuten folgst, ne? Kennt man vielleicht. Das ist ein bisschen nervig, ist auch nicht die tollste Strategie, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass du vielen Leuten folgst, die deinem Thema interessiert sind. Zum Beispiel, dass du einfach einer anderen großen Persönlichkeit, die zu deinem Thema passt, den Leuten dieser Person folgst oder dieser Marke. Ja? Und dann wird ein Teil natürlich auch zurückfolgen und auf dein Profil gehen und schauen, hey, ne, du kannst auch... Dieses Follower-on-Follower und so, das ist so, keine Ahnung, 2018 oder so, funktioniert kaum noch. Also, es gibt einfach zu viele Leute, sind jetzt mittlerweile auf Instagram und ja. Auf deinem Profil kannst du deine Website verlinken und dann klickt... Und gerade auch viele Leute wollen einfach nur etwas verkaufen. Ne, kennst du das auf so Veranstaltungen? Manchmal hast du so Veranstaltungen, da will jeder dir nur etwas verkaufen. So, ne? Online-Marketing-Veranstaltungen, so jeder ist im Network und will eigentlich nur, dass du in sein Network eintrittst und nichts anderes, kein Austausch, nichts. So ungefähr ist gerade Instagram. Der ein oder andere auch mal. Auf diesen Link, da muss man natürlich aufpassen, das ist so ein bisschen spammy, wie ich finde manchmal, also dieses ganz vielen anderen Leuten folgen, damit die einem zurückfolgen, ist nicht so cool. Ich sag's trotzdem an die... Musst du mal cool sein? Manchmal darfst du auch Richtung Spammy gehen. Du willst Geld verdienen. Es ist so. Die ehrliche Wahrheit. Meinst du, jeder arbeitet mit fairen Mitteln? Und dann ist Spammy doch überhaupt nicht so schlimm. An dieser Stelle, weil es so viele Leute machen und es tatsächlich ein bisschen funktioniert. Es ist zwar nicht der beste Traffic. Also genau, es funktioniert so ein bisschen. Ah. Die besten Besucherqualität, die du dann bekommst. Und es benötigt auch einiges an Aufwand. Aber ja, kann man machen. Das wollte ich jetzt nicht hier unerwähnt lassen. Genau. Wenn ich euch ja nichts verheimliche. So, Gastartikel. Gastartikel, das ist eine weitere, das ist eine echt gute Methode. Also die ist jetzt wirklich sehr seriös, wie ich finde. Und also nicht so, weil das kommen wir zu sagen, naja, die sind echt nicht so cool. Aber Gastartikel, das ist eine super Methode, um schnell den ein oder anderen Besucher zu bekommen. Das heißt, du schreibst, also es hat sogar zwei Vorteile, du kannst nämlich auch noch Backlinks bekommen. Also, ne, wenn... Ja. Auf jeden Fall. Gerade auch, wenn du dann wieder in einer Nische drin bist und findest andere Blogs und willst dann auch vielleicht Richtung Coach oder Persönlichkeit in dieser Nische aufsteigen und hast dann Gastartikel irgendwo anders. Ja, sehr geil. Und, ja, ne, das ist so ähnlich wie auch bei YouTube. Ne, du bist Gast auf einem anderen Kanal und sagst, hey, und dann machst du vielleicht zwei Videos. Das eine wird auf den Kanal ausgestrahlt, das andere auf diesen Kanal und wird in jedem Video gesagt, hey, besuche auch den anderen Kanal. So ähnlich ist es auch mit Gastartikel. Sehr, sehr geil. Es gibt sogar eine geile Strategie.
Ach, dann später mal. Ich habe da noch ein, zwei geile Strategien dafür. Was Backlinks sind, verlinke ich dir auch mal hier ein Video in der Infokarte oder vielleicht auch in der Videobeschreibung. Wie gesagt, wenn ich nicht vergesse, du kannst einen Gastartikel schreiben. Das heißt, du suchst nach anderen Blogs, die schon eine gewisse Autorität haben. Oder an anderen Websites, die schon eine gewisse Autorität haben, wo schon einfach Besucher drauf sind, die auch eben einen Blog haben. Und für diese Website schreibst du jetzt einen Blogartikel. Ja? Den schreibst du selber, sodass die Person, also die diese bekanntere Website hat, den ich selber schreiben muss. Und du sagst dann einfach, hey, komm du, ich habe einen Artikel für dich geschrieben, den kannst du bei dir veröffentlichen. Ich gebe dir im Prinzip alle Rechte an diesem Artikel. Aber bitte lass den Link von mir in diesem Artikel drin, der eben, ne, du packst dann in diesen Artikel, in den Gastartikel, den du schreibst, einen Link zu deiner Website rein. Ja? Lass den Link zu meiner Website drin, damit ich auch ein bisschen was davon habe. Ja? Und das Tolle ist, du kriegst einmal einen Backlink, wenn es gut läuft, kann das ein Do-Follow-Backlink sein. Und zweitens, wenn diese große Website, der du eben diesen Artikel geschrieben hast, deinen Beitrag veröffentlicht, deinen Blogartikel veröffentlicht, dann werden ja einige Leute diesen Artikel lesen. Und ein Teil von diesen Leuten wird dann eben auch auf den Link zu deiner Website klicken, den du in diesen Artikel eingefügt hast. Also du siehst, diese Methode ist sehr, sehr gut. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Letzte Methode ist einer meiner Lieblings. Das hat er gesagt, die letzten beiden sind echt genial und kennt keiner, oder? Ja, Gastartikel, okay. Aber jetzt kommt's. Da, Trommelwirbel. Lieblingsmethoden, wenn ich ganz ehrlich bin. YouTube. Also YouTube ist wirklich eine tolle Traffic. Nein! So, es ist halt eben möglich, es kommt immer auf. Nein, YouTube, guck mal jetzt hier an. Guck mal, wenn du jetzt hier auf dem Video gehst, unter mein Video, warte mal, oder beziehungsweise unter seinem Video findest du ja auch sein kostenloses Buch oder so. Es ist natürlich richtig genial. Wenn du unter meinen Videos gehst, hier unten drunter, siehst du mein Affiliate Bootcamp. Du kannst dich da anmelden, vierteilige Videoserie. Ich sammle noch eine E-Mail-Adresse ein, ich verkaufe dir daheim mein Jetset Affiliate-System. YouTube ist geil. Ich habe da sehr, sehr viele geile Strategien, auch in meinem Jetset Affiliate-System. Ah, Schleichwerbung. Ah, YouTube ist echt gut. Auf die Nische natürlich darauf an, dass du mit deinen YouTube-Videos recht schnell in der Suche nach oben kommst, also in der YouTube-Suche nach oben kommst. Und wenn du es geschickt machst, wirst du eben auch schnell an der Seite von anderen Videos vorgeschlagen, ne, am Rand da vorgeschlagen. Und dann kannst du einfach ganz schon schnell Besucher erstmal auf dein YouTube-Video bekommen. Und in der Beschreibung, so machen wir es ja auch zum Beispiel, kannst du natürlich dann deine Website verlinken oder was auch immer, was du eben dort verlinken willst. Und wie gesagt, also YouTube ist eine ganz, ganz tolle Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, eine der besten Traffic-Quellen, gerade zu Themen, die nicht so sexy sind. Angenommen, du hast eine Website über, keine Ahnung, Rasenmäher kaufen oder Kühlschrank-Testportal oder Kühlschrank-Vergleichsportal, ne, kennen wir alle solche Seiten. Dann ist es da vor allem sehr, sehr cool, ein YouTube-Video zu drehen, weil es nicht so viel Konkurrenz gibt, weil dieses Thema einfach nicht so sexy ist. Da gibt es nicht so viele Fans dahinter, ne? Weil es gibt ja keine Rasenmäher-Fans. Also gibt es vielleicht schon, aber will auch nie zu nahe treten. Aber naja, es ist jetzt nicht so sexy, dieses Thema. Ich denke, da wird mir jeder zustimmen. Und deshalb wird es auch nicht so viele YouTube-Videos geben. Und deshalb wird es dir dann sehr, sehr einfach fallen, in YouTube sehr, sehr schnell nach oben zu kommen, wenn du ein bisschen auskennst mit YouTube-Suchmaschinenoptimierung. Und wenn du es gut machst, dann werden viele Leute dein Video sehen. Ganz wichtig ist auch, wenn du dieses YouTube-Video auf deinem Blog einbindest, hast du eine längere Aufenthaltsdauer auf deinem Blog, weil die Leute lesen sich normalerweise einen Text durch oder ach, ich habe keinen Bock, den Text durchzulesen, aber wenn da Text und ein Video verlinkt ist, bleiben die Leute länger auf deiner Webseite, weil die sagen, ach, bevor ich jetzt den Text durchlese, schaue ich mir das Video an. Und das ist auch wieder gut für Google-Ranking und, für die Nutzersignale. Also du wieder dieses Verlinken alles. Na, du kannst auch dieses YouTube-Video in ein Forum reinposten. Du kannst dieses YouTube-Video in Facebook-Gruppen reinposten. Du kannst dieses YouTube-Video in den Gastartikel reinhauen. Du kannst E-Mail-Marketing nutzen und sagen, hey, ich habe ein neues Video hochgeladen. Verstehst du? So, schauen wir mal weiter. Anklicken und du kannst dann natürlich in der Videobeschreibung deine Website zum Beispiel verlinken. Oder in so einer Infokarte wie da oben, ne? Dieses hier. Und da kannst du natürlich sehr, sehr viele kostenlose Besucher bekommen. Jetzt eine Frage an dich, welche dieser Traffic-Wellen hat dir jetzt auf den ersten Blick am besten gefallen? Schreib das mal jetzt direkt in die Kommentare. Wir beide sehen uns jetzt auf der Endcard, wo es noch ein cooles Geschenk für dich gibt. Okay, es ist Ende. Hey, also die Tipps sind okay, kann man nichts gegen sagen. Ja, Forum, spannendes Thema, Facebook-Gruppen, richtig geil. Ich habe
Facebook-Gruppen mit über 20.000 Fans. Musst du natürlich auch immer ein bisschen gucken, dass du mal einen Moderator bekommst und so. Aber ganz entspannt. So, E-Mail-Marketing immer noch interessant. Es gibt noch viele andere Sachen. Ja. Bis zum nächsten Video. Mein Name ist Michael Kotzow. Und ey, denk an die Kanalmitgliedschaft. Na, vielleicht ist das etwas für dich. Ciao.